Ja, herzlich willkommen zum ersten Vorgruppenspiel im European International Cup mit Eintracht Braunschweig gegen Peter Boro oder Petersbrough oder wie man das auch immer ausspricht. Ja, die Eintracht mit dem neuen Trainer Markus Meier. Ja, die Fans setzen viel Hoffnungen in den neuen Trainer, vor allen Dingen auch der Vorstand. Der Vorstand hat ein ganz klares Ziel dem Trainer auch gegeben. Ja, das Ziel ist klar. Das soll nämlich der Aufstieg in die zweite Bundesliga sein. Ja, bei den Braunschweigern, ja, der teuerste Neuzugang dürfte auf jeden Fall Nick Proschwitz sein. Der ist für 100.000 Euro von dem SV Meppen gekommen und ist 32 Jahre alt. Ja, der Nick Proschwitz, der sollte auf jeden Fall eine gute Verstärkung im Sturm sein. Ja, beim Eintracht Braunschweig lief es nicht so gut am Anfang, vor allen Dingen auch mit einigen Fehlpässen, aber dafür lief es beim Gegner. Hier mit Bevers. Bevers, ein wunderschöner Pass auf Tracy. Tracy an der Außenlinie, flankt rein, aber Akanji ist vor Tonei. Ja, bei der Eintracht lief es in der ersten Halbzeit nicht so gut, aber dafür lief es beim Gegner. Hier der nächste Angriff mit Tracy. Tracy, schön auf Tonei. Schön gesehen auf Tonei. Tonei, flankt rein und da ist Boro völlig frei. Und ja, das hätte auf jeden Fall das 1 zu 0 sein können. Völlig frei stand er hier, aber leider vorbei. Ja, 11 Minuten gespielt und die Braunschweiger kamen jetzt langsam besser ins Spiel. Auch die Pässe, die liefen auch ein bisschen besser. Hier Bär schön auf Kessel, Kessel, aber die Flanken, die ließen auch wieder zu wünschen übrig. Und gleich der Konter von der gegnerischen Mannschaft mit Madison. Madison auf der Außenlinie flankt rein auf Tonei und Tonei kann den Kopfball nicht richtig verwerten. Ja, dann passierte lange Zeit gar nichts. Aber die Braunschweiger in der 25. Minute mit der größten Chance in der ersten Halbzeit mit Proschwitz. Proschwitz auf Kobylanski wird abgeblockt und Nachschuss und Pfosten. Eine Riesenmöglichkeit für die Braunschweiger. Ja, schauen wir mal kurz in die Wiederholung rein. Hier Proschwitz auf Kobylanski. Kobylanski mit dem ersten Schuss, der abgeblockte wurde und im Nachschuss nur den Pfosten getroffen hat. Ja, Pech für Braunschweig, Glück für den Gegner. Ja, auch die Abseitsfalle der Braunschweiger, die lief richtig gut, perfekt hier. Zum Beispiel Tracy im Abseits. Ja, die Braunschweiger immer noch mit vielen Fehlpässen. Hier zum Beispiel Ballverlust von Fitzner. Ja, und dann ging es auf jeden Fall schnell mit der gegnerischen Mannschaft. Wut, mit Wut, schön auf Tonei. Tonei, Tonei, da kommt Becker, kann ihn nicht aufhalten. Da ist Kansa, kann den Ball nicht wegschlagen und das ist Wut. Wut mit den 1 zu 0. Ja, so schnell kann es gehen, meine Freunde. Wut mit den 1 zu 0. Ja, schöner Konter von der gegnerischen Mannschaft. Hier können wir nochmal schön sehen. Becker kann ihn nicht aufhalten. Kansa kann den Ball nicht wegschlagen. Direkt vor die Füße von Wut. Und er braucht den Ball nur noch reinschieben. Wut mit sein erstes Tor im European International Cup. Ja, die Braunschweiger immer noch ja, ein wenig geschockt von dem ersten Gegentreffer. Aber jetzt vielleicht jetzt mal mit Kobylanski. Kobylanski schön auf Bär. Schön gespielt auf Bär. Lässt Tracy schön aussteigen. Flankt rein. Aber hier wieder leider kein Abnehmer. Ja, kurze Zeit später mit einer Ecke. Kobylanski. Kobylanski auf Feigenspahn. Feigenspahn. Immer noch Feigenspahn. Kessel. Kessel sieht Kansa, Kansa zieht einfach mal ab, aber hier auch zu schwach. Ja, es will und will einfach nicht laufen bei den Braunschweigern. Ja, zu harmlos dieser Abschluss.
Ja, wir sind in der 45. Minute und damit gleichzeitig in der Nachspielzeit. Der letzte Angriff der Braunschweiger. Bär auf Kessel. Schön gesehen auf Kessel. Kessel an der Auslinie. Flankt rein, aber hier auch wieder kein Abnehmer. Ja, und dann ist auch Halbzeit. Ja, 1 zu 0 für Patchbro. Alex Wood mit seinem Tor. Ja, von den Braunschweigern nicht viel zu sehen. Die Pässe funktionieren nicht richtig. Die Flanken funktionieren nicht richtig. Ja, keine großen Chancen, bis auf den einen Pfostentreffer. Aber ansonsten war von den Braunschweigern nicht viel zu sehen. Ja, willkommen zurück zu der zweiten Halbzeit mit Eintracht Braunschweig gegen Petersruh. Ja, beide Mannschaften unverändert. Ja, der Trainer von Eintracht, der dürfte ein paar strenge Worte in der Kabine fallen gelassen haben, denn die zweite Halbzeit lief nicht so gut bei den Braunschweigern, aber jetzt der nächste Angriff mit den Braunschweigern, mit Kobylanski. Kobylanski auf Poschwitz. Poschwitz flankt rein, aber diesmal auch wieder kein Abnehmer. Ja, auch in der zweiten Halbzeit mit Fehlpässen hier, zum Beispiel mit Pfitzner, Fehlpass, aber dann ging es wieder in die andere Richtung mit Tracy. Tracy sieht Tonai, Tonai, da kommt Becker, hat ihn aber dann passiert was, was nicht passieren hätte dürfen. Festic direkt vor die Füße von Madison, aber diesmal noch gut gegangen. Ja, die Braunschweiger in der zweiten Hälfte ein bisschen besser. Hier der Ballgewinn von Nerich sieht Poschwitz. Poschwitz, oh, wunderschön. Feigenspahn und O'Malley mit einer Glanzparade. Ja, dann ging es wieder in die andere Richtung mit Kanu auf Tonai. Tonai auf Boro. Schön gesehen auf Boro. Boro auf Tonai, aber Becker ist vor Tonai. Kiewski. Und da kommt Tonai von hinten und ein rüdes Foul an Kiewski. Ein rüdes Foul. Und Schiri gibt gelb, aber nach meiner Meinung war das klare rote Karte. Aber wir schauen mal kurz in die Wiederholung rein. Ja, hier schauen wir nochmal rein. Ja, ein rüdes Foul von hinten. Für mich war das eine glasklare rote Karte. Da hat der Spieler Tonai richtig Glück gehabt. Ja, daraufhin erfolgte der erste Wechsel bei Petschpu. Eiser kam für Kanu. Ja, in der zweiten Hälfte mit mehr Ballbesitz für Braunschweig. Die Pässe, die liefen auch ein bisschen besser. Hier Nerich. Oh, immer noch Nerich. Immer noch Nerich. Und O'Malley mit einer Glanzparade. Ja, der Trainer, der kann es nicht glauben. Ja, eine gute Chance hier von Erich, aber gut pariert von O'Malley. Ja, dann reagierte auch der Trainer von Braunschweig, Kammerbauer für Erich und Schwenk für Feigenspahn. Ja, wir springen in die 70. Minute. Braunschweig bedeutend besser in der zweiten Hälfte. Hier mit Proschwitz. Kessel, oh, schön gesehen auf Bär, flankt rein. Ah, da ist O'Malley, aber Gefahr noch nicht vorbei. Kiewski, Kammerbauer, Pfitzner und Latte. Eine Riesenmöglichkeit hier, das 2 zu 2 zu erzielen. Ja, schauen wir mal in die Wiederholung rein. Hier Pfitzner, ein wunderschöner Schuss, aber leider nur die Latte. Da wäre auch O'Malley nicht dran gekommen. Ja, dann der nächste Wechsel bei Petchbro. Thompson kam für Mason. Ja, kurz darauf reagiert auch Markus Meyer. Ademi kam für Proschwitz. Dann kam wieder die Braunschweiger mit Kessel. Kessel, schön gesehen auf Kobylanski und O'Malley mit einer Glanzparade. Ja, schauen wir mal kurz in die Wiederholung rein hier. Schöne gesehen auf Kobylanski, aber O'Malley ist richtig stark gehalten. Dann wieder die Eintracht in der zweiten Hälfte. Bedeutend besser hier mit Bär. Bär flankt rein. Da ist Wood dazwischen. Bär, Ademi, Pfitzner, Schwenk,
flankte rein und da ist Kobolanski und das 2 zu 2. Ja, völlig frei stand der Kobolanski da. Ja, das war ein richtig schönes Tor. Ja, den haben sie auch richtig allein gelassen. Der stand völlig frei. Der konnte ungehindert zum Abschluss kommen. Richtig schöne Flanke von Schwenk und völlig frei Kobolanski mit dem 2 zu 2. Ja, dementsprechend die Reaktion vom Trainer. Ja, da kann er auf jeden Fall zufrieden sein. Und Martin Kobolanski mit seinem zweiten Tor im European International Cup. Kurze Zeit später kam auch wieder der Gegner mit Wut. Wut auf Madison. Schöne Ablage auf Butler. Butler, Butler und Latte. Ja, das war auch ein schöner Abschluss. Und da wäre Festec auch niemals dran gekommen. Ja, Glück für Braunschweig. Ja, dann passierte lange Zeit gar nichts. Wir springen in die 90. Minute und damit auch in die Nachspielzeit. Dann kam eine, ja, der umstrittensten Szenen in dem gesamten Spiel. Hier haben wir Butler, Butler, Madison, Issa und da kam auch der Pfiff. Der Schiedsrichter entscheidet auf 11 Meter. Ja, da schauen wir auf jeden Fall gleich nochmal in die Wiederholung rein. Ja, hier sehen wir noch mal das Foul, das angebliche Foul. Ja, dementsprechend die Reaktion vom Trainer. Ja, hier haben wir noch mal die Wiederholung. Das Zuspiel auf Eiser und da kam Becker. Und ja, nach meiner Meinung nach war das kein Elfmeter. Der Ball war schon meilenweit weg. Und der Schiedsrichter hätte hier auf Vorteil entscheiden müssen, nach meiner Meinung nach. Und das war, ja, nach meiner Meinung eine absolute Fehlentscheidung. Ja, Madison tritt gegen Festetsch an. Madison und Tor. 2 zu 3. Ja, Festetsch war auch in der richtigen Ecke, aber es hat leider nicht gereicht. Ja, ausgerechnet in der Nachspielzeit, ja, ein schöner verwandelter Elfmeter von Madison. Ja, auf jeden Fall nach meiner Meinung nach unverdient. Ja, Madison mit seinem ersten Tor im European International Cup. Ja, kurze Zeit später war auch Schluss. Das war die letzte Aktion von Patchbrew und der Endstand beträgt 2 zu 3. Ja, ein umstrittener Elfmeter, aber das auf jeden Fall, meiner Meinung nach, war das kein Elfmeter gewesen. Und ja, das war eine absolute Fehlentscheidung, meiner Meinung nach. Ja, auf jeden Fall sehr viel Pech gewesen. Ja, wie gesagt, ein umstrittener Elfmeter, der wahrscheinlich auch kein Elfmeter war. Und ja, auf jeden Fall weiter nach vorne schauen. Und ja, das war es hier aus Paris mit Eintracht Braunschweig gegen Petsbo. Der Endstand beträgt 2 zu 3.